Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Vlog. Heute, oder besser gesagt, eben kam gerade unser Piano. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns dieses Jahr mal ein sinnvolles Hobby suchen. Und Arthur und ich haben beide Interesse daran an Klavier. Hatten zwar nie eins, aber jetzt, also wir fangen jetzt erstmal mit dem Piano an. Wäre aber auch ziemlich schwer, hier ein Klavier hochzubringen, denn wir wohnen im Dachgeschoss und der Flur draußen, also der Hausflur, der ist so schmal, das kann man echt vergessen. Wir haben uns Folgendes gedacht: Das Piano soll hier hin und dafür muss natürlich dieses, ja, die Spiegelkonsole weg. Das müsste einfach offener stehen, sage ich mal, aber wir haben leider keinen Platz, alle anderen Zimmer sind zu. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Stück jetzt auch noch verkaufen. Also falls jemand von euch Interesse hat, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendwie online was groß macht, dass er was verkaufen möchte. Aber ich hatte ja vorher Sachen verkauft, habe sehr viele Nachrichten bekommen, warum ich denn davon nichts erwähnt hatte oder so. Und deshalb erwähne ich es jetzt mal. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, dann schreibt mich doch mal gerne an. Weitere Infos bekommt ihr dann. Hier ist das Piano. Ganzes von der Marke Yamaha. Ich denke, das wird vielen was sagen. Ja, und das werden wir gleich mal zusammen aufpacken, ne? Tinky hat auch schon Hunger. Heute gibt es Kalbfleisch für Tinky. Ich habe mich nochmal auf der Seite von Tuckenberg informiert, da wo ich auch immer Tinkys Fleisch bestelle. Und dort steht auch, dass man es in diesen eingeschweißten Verpackungen in lauwarmem Wasser auftauen darf. Ich habe selbst im Internet das gelesen und viele hatten es mir auch von euch geschrieben, dass man das rausnehmen soll und langsam im Kühlschrank auftauen soll. Also ich habe einfach nochmal nachgeguckt. Und dort steht, man darf es so machen. Deshalb habe ich es jetzt mal so gemacht. Ich mache ihr da ja immer noch Gemüse. Und das quält gerade noch auf. Viele von euch fragen immer, warum Tinkys Augen so rot sind. Zum einen liegt es daran, dass sie helles Fell hat. Bei den Hunden, die dunkles Fell haben, sieht man es einfach nicht so. Und ihr tränen eben die Augen. Das ist ja typisch bei Chihuahuas. Und sie hat immer so ein bisschen Schlaf im Auge. Das machen wir ihr auch immer weg. Aber es kommt halt dann doch und die Verfärbung bleibt, die geht gar nicht so leicht weg. Es ist noch recht früh und eigentlich hätte ich schon gefrühstückt, aber meine Fitti, also diese Teeflasche, die ihr jetzt schon öfter gesehen habt, hier auf YouTube und in Instagram, die ist gerade in der Spülmaschine und deshalb warte ich jetzt einfach noch. Ich habe auch sehr viele Fragen von euch bekommen bezüglich Fitti. Den hatte ich mir vor, ich weiß es gar nicht, 2, 3 Wochen ungefähr bestellt, also vor Weihnachten noch. Und seitdem trinke ich jeden Tag morgens eine Tasse Fit-Tee. In der Flasche hält der Tee sehr lange warm. Den könnt ihr sogar mit zur Arbeit nehmen. Bis dahin ist er dann noch immer warm. Ich würde sagen, so eine Stunde oder 1 bis 2 Stunden bleibt der Tee auf jeden Fall warm. Kurz vorab, das ist keine Kooperation, habe ich von meinem eigenen Geld gekauft, weil ich das einfach so oft gesehen habe in YouTube und in Instagram und es mich einfach persönlich mal interessiert hat. Hier seht ihr den Tee von Fit-Tee eben, 28 Tage Body-Tee-Detox, nennt er sich Tinkerbell, Mensch. Und ich habe die Sorte Superfood genommen. Ich werde euch das Ganze sowieso nochmal verlinken. Unter anderem ist hier Apfel mit drin, Hibiskusblüte, Ingwer. Ich trinke den Tee immer morgens, also ich mache mir da die Flasche voll und trinke die komplette Flasche auch leer. Und ich finde, man fühlt sich nicht mehr so aufgebläht und beschwert. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der Tee nimmt es so ein bisschen weg, sage ich mal. Ich habe auf keinen Fall was Negatives gemerkt. Der Tee schmeckt auch sehr gut. Und ich glaube, der unterstützt das Ganze so ein bisschen mit dem Gewicht. Also wenn ich den zum Frühstück trinke, dann muss ich erst 1 bis 2 Stunden später meistens was essen. Manchmal esse ich natürlich dann gleich was dazu. Aber vom Sättigungsgefühl her, der hält wirklich lange satt. Arthur ist mittlerweile schon so weit. Und hier kann man es so ein bisschen erkennen. Wir haben es in weiß gewählt, weil es einfach hier sehr gut zum Raum passt. Wie ihr seht, ist überwiegend alles weiß, bis auf die Couch und die Stühle. Ich habe jetzt Tinkys Fleisch zubereitet und das ist dieses aufgequollene Gemüse. Das ist eben so ein Gemüsemix, auch von Tuckenberg. Und dann habe ich noch etwas Lachsöl mit reingegeben. Jetzt habe ich wirklich genug gequatscht. Tinky hat Hunger und sie bekommt jetzt ihr Bath. Und ja, hier war ja der vorgesehene Platz, aber wie das jetzt aussehen wird, keine Ahnung, ne? Man kann sich das ja immer nur vorstellen und dann, wenn es gleich steht, sieht man es dann. Das sieht echt schon einem Klavier ähnlich. Wir müssen es jetzt nur noch anschließen, weil es ja ein E-Piano ist und ohne Strom geht gar nichts. Nee, war nur ein Spaß. Also, ich kann eigentlich gar nichts, außer alle meine Engine. Es gibt so ein tolles Lied von Frozen und zwar dieses Let It Go. Das hört sich so geil an. Wir haben uns extra eine App geladen auf unser iPad, dass wir das hier üben können. Die App kann halt erkennen, ob ihr den Ton spielt, ihr lernt die Noten lesen und so weiter. Das ist echt eine coole Idee für Anfänger wie uns. Yeah! Das habe ich jetzt in 10 Minuten gelernt. Ey, das macht echt mega Spaß. Das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt ist Tinkerbell dran.
Ich nehme immer 2 Teelöffel von dem Tee und man hat hier in dieser Teeflasche so ein Teesieb integriert. Das heißt, ihr könnt euch dort den Tee einfach fertig machen und dann mitnehmen. Tinky schaut, was wir machen und jetzt holt sie erstmal ihr Spielzeug. Habe ich recht? Ja, gib mir. Gib. Wir saßen letztens auf der Couch abends und Tinky hatte da dieses Spielzeug. Ich muss sie jetzt mal gerade klauen. Und hat es einfach mal volle Kanne, glaube ich, auf den Tisch geworfen. Oder war das der Pinguin? Mit irgendwas hat sie volle Kanne auf den Tisch geworfen und fast hat sie die Gläser umgeräumt. Der Postbote war eben da und hat das Jäckchen von Tinkerbell gebracht. Das ist jetzt von der Marke Wolters und nennt sich Winterjacke Amundsen. 20 cm haben wir mal für Tinkerbell bestellt in schwarz. Und die Jacke hat hier so ein Zipper und da könnt ihr das Geschirr drunter ziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr das ein bisschen zu dick für die Jacke ist. Die passt nicht, oder? Ihr könnt da halt verschiedene Größen auswählen und die nächste Größe wäre hier echt ein bisschen lang gewesen. Aber die ist jetzt ein bisschen eng. Wie ihr gesehen habt, ist die Jacke minimal zu klein für Tinkerbell. Normalerweise ist es ja so, ihr ist immer alles zu groß. Ich finde, es ist ein bisschen einengt und man muss das Geschirr noch drunter ziehen. Deshalb müsste man eine andere Größe bestellen. Die Jacke geht leider zurück. Und ich hätte niemals gedacht, dass ihr das nicht passt. Wisst ihr, ich habe sie natürlich vorher vermessen und alles. Eine Zuschauerin, wo mir diese Internetseite empfohlen hat, hat auch gemeint, bestell doch gleich ein paar Größen. Aber ich war mir irgendwie so sicher, dass es passen wird. Doch ein bisschen zu dick für die kleinste Größe. In letzter Zeit hat sie wirklich richtig gut gegessen. Also sie futtert ihr Barf wieder. Sie hat jetzt auch ein bisschen zugenommen. Das merkt man auch gleich an ihrem Bauch. Wir haben jetzt schnell was gegessen. Und gleich werden wir hier die Kiste in die Garage bringen. Ich muss mein Zara-Päckchen fertig machen. Ein Teil habe ich behalten und ein Teil geht zurück. Streichel gerade Tinky. Und immer wenn man aufhört, guckt sie einen so an. Ne? Viele von euch sagen ja immer, eure Hunde haben nicht so viel Fell am Bauch. Tinky hier zumindest auch nicht. Hier ist es echt ganz wuschelig hier oben. Aber da unten hat sie echt gar nichts mehr, ne? Wir sind wieder vom Einkaufen zurück. Ich habe ein paar Blümchen gekauft, noch Olivenöl und Tomaten, weil ich noch Bruschetta machen will. Das schmeckt echt richtig toll. Und da mache ich ja jetzt noch das Schweinefilet. Das hatte ich gestern schon rausgelegt. Was nicht fehlen durfte, sind Rosen und Tulpen. Denn die auf dem Tisch sind ja echt schon total verwelkt. Und Tinky, was machst du hier? Was isst denn du da? Ach, den Apfel. Mensch, wisst ihr, Tinky hat vorhin von Arthur Apfel bekommen. Und eben dachte ich mir, was isst die da schon wieder? Tiere, ne? Und Tinky ist aber auch echt so ein Hund. Sie klaut alles. Alles, was auf dem Boden liegt, sei es ein Gummi jetzt zum Beispiel von den Blumen. Wenn irgendwas runterfällt, nur ein kleines Stück, wirklich, egal was, sie klaut es. Und dann geht sie immer in ihren Korb und futtert es heimlich. Und wisst ihr, das fällt ja so gar nicht auf, wenn man hier im Korb ist, ne? Ja. Magst du den Apfel? Ich muss gerade echt lachen. Ich mache gerade die Rosen noch. Und da ist ja meistens immer so ein, wie nennt sich das? Pflanzenstärkungsmittel dabei. Und das ist einfach leer. Schade, weil ich finde, dadurch halten die Blumen wirklich ein bisschen länger. Wie die Schweinefilets gehen, hatte ich euch schon mal in einem anderen Vlog gezeigt. Aber trotzdem werde ich euch nochmal das Rezept verlinken. Wir kaufen immer Ciabatta-Brot. Bekommt ihr unter anderem bei Lidl. Da haben wir das jetzt her. Dann eine Zwiebel. Von der Zitrone braucht ihr nur minimal ein paar Spritzer. Das wird mit dem Olivenöl vermischt. Dann schneidet ihr die Tomaten klein und dann kommt noch Basilikum rein. Und das wär's dann auch schon. Das lasst ihr ein bisschen durchziehen. Am besten schmeckt es natürlich, wenn ihr es einen Tag durchziehen lasst. Das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen durchziehen lassen. Und dann wird das später einfach auf dem Brot hier serviert. Ich finde das auch eine richtig coole Zwischenmahlzeit. Oder abends vorm Fernsehen anstatt Chips einfach Bruschetta essen. Ich bereite gerade die Bruschetta vor. Ich habe die Scheiben schon getoastet. Und dann nehme ich mir einfach so einen Löffel und verteile das dann einfach so. Auf das Bruschetta mache ich jetzt noch ein bisschen Käse drauf. Hier sind unsere Filets und mein Kartoffelbrei. Und wie gesagt, ich rühre den immer mit dem Handrührer durch. Dadurch wird der so geschmeidig. Meine Lieben, wir haben jetzt gefuttert und werden uns jetzt noch ein bisschen an das Piano setzen. Wie ihr merkt, hat das heute einen ziemlich großen Fokus an diesem Tag. Aber es ist immer so, wenn man was Neues bekommt, dann ja, will man es die ganze Zeit ausprobieren. Das macht halt so viel Spaß. Aber nichtsdestotrotz sehen wir uns morgen wieder. Und ich würde sagen, bis morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin gerade Gassi mit Tinkerbell. Sieht man sie? Und heute liegt auch kein Schnee mehr.
zum Glück, weil das war ja einfach nur noch Matschepampe gewesen. Aber so wirklich kalt ist es zum Glück auch nicht mehr. Es ist wieder ein bisschen besser geworden. Übrigens haben wir heute mal wieder die schöne Leine rausgekramt. Die wurde mir von einem Davanda-Shop zugeschickt und die erinnert mich einfach an Sommer. So langsam habe ich keine Lust mehr auf den Winter, also meiner Meinung nach könnte es ruhig wieder mal Sommer werden oder besser gesagt etwas wärmer werden. Ich bin einfach nicht so der Typ für die kalte Jahreszeit. Komm, Tinkerbell, komm weiter. Ich schnuffel da irgendwas die ganze Zeit rum. Muss wohl was sehr Interessantes sein. Also ich bin mal ehrlich, ich mag die kalte Jahreszeit nicht so wirklich. Mal Schnee, okay. Aber andauernd so kalt und so, das ist echt nicht meins. Dann doch lieber Frühling, Sommer und damit hat sie es dann. Was ist das, Tinky? Hm? Komm ich. Jetzt hat sie mal wieder Angst. Tinky, ist doch nur Schnee. Wir gehen jetzt übrigens gleich frühstücken beim Görz in Speyer, da sind wir sehr gerne. Ich denke, jeder von euch kennt Görz. Wisst ihr, der einzigste Nachteil ist, dass die Leine so ein bisschen kurz ist und dann ist das ein bisschen doof mit der Kamera. Ich halte die mal vielleicht in der linken Hand. Ja, wir werden gleich frühstücken gehen und da nehmen wir uns am liebsten so ein Frühstück mit Brötchen, Nutella und einem Rührei und dann kann man sich noch ein heißes Getränk aussuchen und einen Saft, glaube ich. Kostet so um die 10 Euro für zwei Personen, ist vollkommen okay, also 5 Euro pro Person. Freue mich, weil wir machen das nicht allzu oft und deshalb ist es dann irgendwie was Besonderes. Wir waren ja frühstücken und es war echt mega viel los und jetzt sind wir gerade wieder zu Hause angekommen. Tinky rennt hier auch die ganze Zeit rum. Tinky macht irgendwie immer so an meinem Bein. Wieso? Wieso? Und seht ihr das da vorne? Da hat sie ihr Barf mal wieder hingelegt. Sie legt sich einfach immer so Fleischstücke irgendwo hin, besonders in ihr Körbchen. Jetzt liegt es zwar da, aber oft ist es auch in ihrem Korb und sie isst es dann nachträglich. Sie lässt es irgendwie so total austrocknen. Wir warten noch auf unseren Servicepartner, denn unsere Waschmaschine braucht nochmal eine Nacharbeit. Da klemmt jetzt die Schublade, wo man das Waschmittel einfüllt und so weiter. Aber ansonsten läuft sie zum Glück wieder. Ich war letztens mal wieder im Postfach und da lagen tatsächlich ein paar Briefe drin. Das ist eher selten bei mir. Also ab und an bekomme ich mal einen Brief. Der Brief kam von der lieben Luisa. Also sie hat mir so einen kleinen Brief reingelegt. Und was echt mega süß ist, schaut sich das mal an. Das ist echt zu süß gewesen. Ich schreibe mir immer so tolle und süße und nette Briefe. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich echt immer und ich versuche immer zu antworten, auch wenn es ab und an mal etwas länger dauert. Aber ihr bekommt auf jeden Fall Antwort von mir. Wir werden jetzt noch auf den Servicepartner warten. Danach müssen wir noch ein paar kleine Erledigungen machen. Also wir müssen nochmal in die Stadt und so weiter. Meine Lieben, an dieser Stelle werde ich den Vlog beenden, denn ich möchte ihn heute noch schneiden, dass er dann pünktlich online sein kann. Ich hoffe natürlich wie immer, dass er euch gefallen hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Habt euch lieb und passt auf euch auf. Ciao!